Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Rauchen, nicht rauchen. Muss das sein oder auch nicht? Erstens, man lebt nur einmal. Wer es gerne möchte, kann es gerne machen. Aber man sollte nicht andere Menschen damit gefährden. Ich war selber mal Raucher gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass ich nicht Raucher bin. Aber ich habe seit, ja, jetzt muss ich lügen, 6 Monate und zwei, also seit 8 Monaten kein Bedarf mehr auf eine Zigarette. Absolut nicht. Mir schmeckt das nicht, der Geruch ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig und so weiter. Kein Bock mehr. Ich sage jetzt wieder nicht, dass ich nicht Raucher bin. Ich habe zu Hause noch 5 Stangen bei mir im Schreibtisch rumzuliegen. Die liegen da und liegen da, wenn ich mal Lust habe, rauche ich mal eine, aber der Bedarf ist gar nicht da. Wahrscheinlich werde ich die nächsten Monate wegwerfen oder auch nicht. Aber der Unterschied zwischen Raucher und Nichtraucher, der fällt mir jetzt ganz besonders auf. Beim Fahrradfahren ganz besonders stark. Ich kann auch Strecken fahren mit Gegenwind, die sind zwar anstrengend, aber ich habe mehr Power durchzukommen, ohne mal zwischendurch mal absteigen zu müssen, weil man sich sagt, boah ey, ich fahre nur gegen eine Mauer. Ich kann Wanderungen machen, wo ich mir sage, werde ich überhaupt noch ein bisschen K.O.? Ich fühle mich fitter. Der Geschmackssinn wird besser. Das ist wirklich... Ich habe vorher die Buletten mal gerne mal gegessen für zwischendurch, die fertigen Dinger, die es zu kaufen gibt, diese Mini-Buletten. Ab und zu mal so, damit überhaupt was im Bauch ist. Ich habe ja nicht mitbekommen, dass die so nach Chemie schmecken und so. Bäh. Ich habe die jetzt letztens mal gegessen, nach langem Mal. Ich habe mir so gedacht, boah, die schmecken aber ekelhaft. Nee, nee, nee. Muss nicht sein. Ich habe die verarbeitet, ich habe die weggebraten mit Ei. Da hat es wenigstens noch ein bisschen Geschmack gehabt. Aber so, der Geschmack somit besser. Du schmeckst das Süße mehr raus. Du hast mehr. Also, dein Geschmackssinn ist auf jeden Fall deutlich besser. Du kannst wirklich sagen, ist der Koch jetzt verliebt? Ist da schon mehr so viel Salz in der Suppe, was du vorher gar nicht mitbekommen hast? Du hast viel mehr Ausdauer, du kannst dich besser bewegen. Also, im Ganzen ist es besser, nicht zu rauchen, weil deine Gesundheit wird dadurch besser. Gut, ich war jetzt hier beim Kinderfest und so weiter, meine Stimme ist immer noch ein bisschen heißer davon, wenn man ständig herrufen muss. Ja, so sind Kinder nun mal. Und aber auch finanziell ist es auch deutlich besser. Finanziell, du musst ja keine Zigaretten mehr kaufen. Auch wenn du jetzt nach Polen fährst oder sonst was, auch wenn die da über die Hälfte bis 70% billiger sind, die Zigaretten. Trotzdem bezahlst du dir Geld dafür. Das Geld kannst du in sinnvollere Sachen investieren. Im Ganzen ist Nichtrauchen für deine Gesundheit und für deinen Geldbeutel besser. Wenn du es also anstreben solltest, denk immer daran, wie viel du im Jahr für Zigaretten ausgibst und was du dir eigentlich gerne leisten möchtest. Oder ob du nicht vielleicht noch ein paar Jahre länger leben möchtest. Das Risiko auf verschiedene Krebsarten verringern möchtest und so weiter. Alles ist besser als Rauchen. Aber ich sag mal so, ich sag jetzt wie gesagt nicht, dass ich nicht Raucher bin. Wenn ich mal Lust habe, dann rauche ich vielleicht mal eine, aber seit über 8 Monaten ist der Bedarf bei mir gedeckt, habe ich keine mehr angeschaut. Ich habe eine einzige mal geraucht, da ist meine Mutter gestorben. Aber die hat so ekelhaft geschmeckt, die habe ich nicht mal ganz aufgeraucht, die habe ich bei der Hälfte weggeworfen. Ja, das ist so die Sachen zum Nichtraucher sein, Nichtraucher werden, Raucher sein, eventuell mal keinen Bedarf mehr haben. Denk mal drüber nach, was für dich besser ist, für dein Geldbeutel und für deine Gesundheit. Machst du das oder machst du das nicht? Bist du noch jung, hast du noch dein ganzes Leben vor dir? Du kennst die Risiken noch nicht, du kannst das noch nicht einschätzen. Aber umso älter du wirst, umso weißer wirst du. Damit verabschiede ich mich. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar.